Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Karmesin. Wir sind immer noch auf dem Weg zur normalen Arena. In der letzten Folge haben sich alle unsere Teammitglieder, alle fehlenden noch entwickelt zu ihrer letzten Stufe. Forgita und Silisal, beziehungsweise Tafogita. Ich nenne es einfach immer noch Forgita, weil, ja, keine Ahnung, die neuen Namen kann ich mir schwer merken. Oh, ein Moontier. Die Weiterentwicklung von Bummels. Okay. Snoopelikat, jetzt weiß ich es wieder. Die Weiterentwicklung von Mauzi heißt nicht irgendwas mit Leo, wie letzte Folge gesagt, sondern Snoopelikat. Also es gibt hier einige Weiterentwicklungen, ja. Ist hier schon, wird hier schon anspruchsvoller. Und ja, wir sind auf einem weiten Weg zur Normalarena in McLara oder wie diese Stadt heißt. Klingt sehr seltsam. Und ich glaube, der Pokédex da vorne gehört schon dazu. Und hier gibt es auf jeden Fall auch wieder einige Items. Dieses Moontier, ich finde das nice, wie sich das auf der Overworld-Map bewegt. Sehr dynamisch und realistisch, würde ich fast sagen. Ja. Ganz kurz gucken. Ja. Das ist es schon. Und hier ist tatsächlich auch ein Karpilz. Oh, wollte ich vorhin schon sagen, wo ich Knilz gesehen habe. Vielleicht findet man bald auch ein Karpilz. Und tatsächlich hier kann Karpilz auftauchen. Oder ist schon hier irgendwo. Ich sehe es noch gerade nicht. Auch sehr, sehr geiles Pokémon, finde ich. Oh, ein Ursaring. Wow. Weiterentwicklung von Teddy Ursa. Hä? Gerade beim Autokampf hat er Leben verloren, ist dann, und da ist es auch, und ist dann wieder gestiegen. Hier ist er dann auch ein Karpilz. Nice, Mann. Alter, krass. Ursaring und Karpilz? Das sind schon ziemlich krasse Pokémon. Das Ding ist, jetzt sind wir halt über Level 40 und wir sind mit den Arenas noch nicht so weit, deswegen gehorchen meine Pokémon nicht immer 100%. Da ist noch ein Karpilz. Deswegen gehen wir ja auch zur normalen Arena. Dann steigert sich das wieder um 5 Level wahrscheinlich. Boah, die Muggelbaum sind auch schnell, ey. Okay. Ja. Krass. Und da ist noch eine Trainerin. Dieses Pokémon ist am süßesten. Okay. Mal gucken, welches. Flatutu vielleicht. Julietta. Wieder eine Schülerin. Lange, glaube ich, nicht mehr gegen eine Schülerin gekämpft. Die denn? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist quasi so der Pikachu-Abklatsch von der... von Alola, oder? Von der 6. Gen? War Alola 6. Gen oder 7.? Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall müsste das von Alola sein. Glaube ich. Hat auch keine Entwicklung, leider. Das finde ich ein bisschen schade bei der Den. Und deswegen interessiert es mich auch nicht groß. Aber natürlich, ich habe jetzt nicht dran gedacht, es ist Elektro mit Pamomamo keine allzu gute Idee. Zumindest keine Elektroattacken, deswegen lieber Schaufler. Boden Elektro. Nee, ich glaube Elektro gegen Boden war gut, oder? Ich vertausche immer alles so krass, ey. Werden wir jetzt sehen. Okay, doch. Boden gegen, Elektro gegen Boden. Okay. Ja, aber ich meine, in der Elektro-Arena mit Sedisal am besten klar gekommen zu sein. Vielleicht ist es da auch wieder so, dass beides gegeneinander effektiv war. Keine Ahnung. Alle unsere Pokémon sind 41. Krass. Geht natürlich immer langsamer, desto höher man gelevelt ist, aber... also... 41 ist schon nicht schlecht. Da ist ein Knabon. Was so ein bisschen komisch aussah, aber ich glaube, es ist nicht shiny. Hat halt sehr krass geleuchtet. Und da, ja, da gehe ich noch nicht hin. Mhm. Okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, geht's recht straight rein in die Stadt. Ey. Hallo? Heilpuder? Okay. Keine Ahnung. What is Heilpuder? Ich nix weiß. Keine Ahnung.
Tropius haben wir auch letzte Folge hier entdeckt. Auch ein sehr schönes Pokémon. Und ich finde auch ziemlich mächtig, ne? Wirkt ziemlich mächtig. Oh, oh ja, lol. Da ist dieses Adebom. Oh. Ich dachte, das gibt's nur auf dem Berg. Das war das Herrscher-Pokémon. Und das ist jetzt hier wild. Finde ich seltsam, dass das hier ist, weil irgendwie... Ja, hätte ich es jetzt hier nicht unbedingt erwartet. Und da ist dann auch ein wildes Drift-Zeppelin. In der letzten Folge haben wir gegen eine Trainerin gekämpft, die einen Drift-Zeppelin hatte und da hinten ist irgendwas. Ist das der denn? Ja. Krass. Also die wilden Pokémon, die Pokémon von den Trainern kommen hier... Ja, oft auch wild vor. Na, komm, nehmen wir noch mit hier. Hier ist so ein See. Ah, jetzt muss ich hier doch noch kurz rumlaufen. Kreuzschere. Ah, das ist eine Pflanzenattacke. Ich guck mal ganz kurz, ob das einer erlernen kann und wie stark die ist. Pflanzenattacke wäre auch ganz gut. Wenn sie gut ist. Wie hieß das? Irgendwas Schere. Kreuzschere. Käfer. Okay, Werte sind ganz gut, aber es kann eh keiner lernen, okay. Na gut. Ja, Käfer ist auch nicht unbedingt wichtig. Und da ist die Weiterentwicklung von Felino. Die habe ich ja schon mal bei Nintendo gesehen. Da habe ich mich spoilern lassen. Aber ich finde die ein bisschen seltsam. Ich finde sie gar nicht hässlich, aber ich finde sie irgendwie komisch, weil ich weiß einfach nicht, was das darstellen soll. Scheiße. Da hat er Probleme. Nein, Mann, ich vergesse es immer. Auto hier. Ah, und er kann dann, er hält dann immer gleich ganz auf bei Auto hier. Gut, das ist gut. Sonst müsste man wieder Minus spammen, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ey, die Hitbox von dem ist heftig. Mann, jetzt erkunde ich schon wieder. Und da ist auch Pachirisu. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht wild encountered, oder? Oder doch? Oh, ein Dressella. Boah, sehr interessant. Was hier für Pokémon sind. Okay, ein Sproxy. Da denke ich auch mal, es ist shiny, aber es sieht so aus. Es ist normal, es ist normal. Aber auch lange nicht mehr gesehen. Und auch, ich bin auch ein bisschen erstaunt von mir selber, wie schnell ich mir die Namen der ganz neuen Pokémon merken kann. Hätte ich nicht gedacht. Zumindest mit den Wilden. Mit meinen eigenen Teammates habe ich noch ein bisschen Probleme tatsächlich. So, jetzt aber in die Stadt. Jetzt sind wir ganz schön wieder vom Weg abgekommen. Ist ja vielleicht noch ein Trainer vor der Stadt? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann gucken wir mal. Ist hier wieder jemand von der Arena, von der Pokémon-Liga? Nein? Nein? Ja, ich glaube, bei da, wo wir herkommen, hier war einer. Ja, wir können uns ja porten. Wenn ich dran denke, mache ich das am Ende der Folge oder so. Weil, ja. Ich glaube, da bei dieser Küstenstadt, da kriegen wir eine Belohnung für die Kämpfe, die wir jetzt in diesem Weg hier bei der östlichen Zone 3, nee, 2 gemacht haben. Weil wir waren jetzt östliche Zone 2 und 3, westliche. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Naja, westliche Zone 3 ist hier, na gut. Ja, hier wird der Typ für diesen Teil hier sein. Und ich denke, da haben wir genug besiegt. Waren ja einige auf dem Weg. Machen wir nachher. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt mich hin und her zu porten. Müsste Kaffee Meeresbrise sein. Ist auch die erste Stadt, die, sag ich mal, nicht so abgesteckt ist, ne? Wo nicht so ein Zaun drumherum ist oder so. Ja. Mhm. Kennt man alles? Was ist das? Das kennt man, glaube ich, nicht. Sushi-Wok. Ein Sushi-Laden. Okay, das kennt man tatsächlich noch nicht. Bin persönlich kein Freund von Sushi. Tatsächlich. Wird wahrscheinlich viel auf Gegenwind stoßen, aber ist eine unpopular Opinion, ich weiß. Aber ja, weiß ich nicht. Kickt mich nicht. Was ist das hier? Casino? Nee. Das wieder.
Okay. Tapas. Hier ist wieder so eine Bäckerei, das kennen wir auch schon. Was ist das hier? Was ist das hier? Was hat das für eine Funktion? Da ist ein Fragrund und noch eins. Also hier werden wir sicher noch reinkommen, denke ich mal. Aber was ist das denn? Sehr mysteriös. Und hier ist das Gebäude von der vom Arena-Leiter. Mhm. Ach komm. Bro. Ja, ist überschaubar. Die Stadt. Ist nicht zu groß. Ist gut so. Fast sogar schon ein bisschen klein, ne? Ein bisschen langweilig. Hier geht auch nicht wirklich viel ab. Und hier ist noch ein Typ, aber der wird wahrscheinlich... Da geht's um eine... Ja, genau. Da geht's um die... Ah! Aber bei uns zählt's auch schon. Also, ein Teil von der westlichen Zone 3 haben wir auch schon gesehen. Aber das hauptsächlich, da waren wir ja noch nicht. Gucken wir mal ganz kurz in den Shop. Hyperbälle gibt's noch nicht. Ansonsten gibt's eigentlich alles schon, was wir brauchen. Ja, gucken wir noch ganz kurz hier hinter die Stadt. War mir klar, dass hier noch was ist. Wo geht's da hoch? Da geht's wieder zurück, ne? Da geht's irgendwie berghoch, keine Ahnung. Hat uns jetzt erstmal nicht zu interessieren. Wir gehen gleich in Arena-Gebäude. Ins Arena-Gebäude. Was ist das hier? Was ist das denn? Bobo-Beutel? Oh! Nee. Oh, ein Laden, den wir auch betreten können. Man kann die Kamera zwar nicht wirklich changen, aber okay. Was, Schatzsuche? Oh, bei ihm können wir jetzt auch was kaufen. Also alles sehr asiatisch geprägt hier in der Stadt. Na gut, bei einem asiatischen Game, ja, okay, ja. Das war im Prinzip bei allen Städten so, dass es hauptsächlich asiatisches Essen gab. Und das hat nicht wirklich was mit der Stadt zu tun. Okay, ja. Sieht gut aus. Also, das Innenleben. Ist blöd, dass man da nicht hochkommt. Ein bisschen seltsam. Warum haben die das dann so ausführlich gemacht? Ja, ein Restaurant, ja. Ist okay. Verstehe ich aber dann nicht, warum das jetzt dann so ein Innenleben bekommen hat und die anderen nicht. Bisschen seltsam. Ah, okay, die Stadt ist doch ein bisschen größer, als ich dachte. Auch wieder sehr verwinkelt. Hier ist wieder so ein Gebäude, was so aussieht wie eine Garage, das hier. Das hatten wir schon mal in der Westküste, also in dieser Puerto Marinedo, glaube ich, hieß es. Da war auch schon mal so ein Gebäude hier. Was ich auch nicht wirklich zuordnen konnte. Aber es hat wohl irgendwas hier mit den Mopeks zu tun. Okay, dann haben wir die Stadt so ein bisschen abgesteckt und dann würde ich sagen, geht es rein in, ja, ins Arena-Gebäude. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir heute schon die Challenge und den Leiter schaffen. Wir haben noch so 20 Minuten. Könnte knapp werden. Hey, Nico Dunkel. Jetzt kommt erstmal wieder eine Mila. Wenn wir gegen sie kämpfen müssen, und wird wahrscheinlich der Fall sein, dann wird das nichts mehr mit dem Leiter heute. Ich habe dich in die Arena laufen sehen und bin sofort hergerannt. Tut mir echt leid, dass wir letztens nicht gegeneinander kämpfen konnten. Genau, das mussten wir irgendwie aufschieben. Und jetzt kommt's wahrscheinlich. Aber versteh mich nicht falsch, ich bin dir nicht gefolgt, nur um dich herauszufordern, ehrlich. Obwohl ich natürlich nichts gegen einen Kampf einzuwenden hätte. Was meinst du? Ja, gerne. Yippie. Ach, wie mich das freut, endlich wieder ein Kampf gegen dich. Hm, ich möchte mit Pokémon kämpfen, die zu deiner jetzigen Stärke passen. Gib mir gerade noch einen Moment, um über mein Team nachzudenken, ja? Versuch dich derweil doch schon mal an der Arena. Also kämpfen wir gegen sie nach dem Leiter oder erst nach der Arena-Prüfung? Keine Ahnung. Dann melden wir uns mal an. Dann kommt jetzt wahrscheinlich erst die Prüfung. Bin mal gespannt, was sie sich diesmal überlegt haben. Aoki. Und ich bin auch mal gespannt, ob Nemila mittlerweile die letzte Entwicklung ihres Status hat. Deine Aufgabe wird es sein, ein geheimes Gericht zu bestellen. Na, das klingt ja wieder sehr spannend. Das besagte Gericht gibt es in der Schatzstube am beliebtesten Restaurant in Mesclara. Das war, glaube ich, das, wo wir gerade waren. Gelingt es dir, das Richtige zu bestellen, hast du bestanden.
Außer dir versuchen sich aktuell noch drei weitere Herausforderer an dieser Arena-Prüfung. Sie haben alle jeweils einen anderen Hinweis zu dem geheimen Gericht anvertraut bekommen. Ihr bestreitet Pokémon-Kämpfe gegeneinander und wer verliert, muss dem Gewinner verraten, was er über das Gericht weiß. Sobald du alle Hinweise erhalten hast, kannst du das geheime Gericht beim Personal in der Schatzstube bestellen. Am Ende besteht nur der eine Herausforderer, der in der Lage ist, die korrekte Bestellung aufzugeben. Okay. So mögen es unsere Stammgäste. Okay. Es könnte also nicht schaden, wenn du dich mal bei den Stammgästen der Schatzstube umhörst. Ich habe nicht viel verstanden, außer es geht um dieses Restaurant. Und wir müssen irgendwas bestellen und gegen Trainer kämpfen. Wir müssen halt erraten, was die Leute essen wollen. Keine Ahnung. Weiß nicht, was auf mich zukommt. In jedem Fall machen wir es einfach. Ja, genau, das ist das. Das dachte ich mir schon eigentlich, dass das noch irgendeine Bedeutung haben muss. Dieses Restaurant. Wetten, der Arenaleiter isst hier was und wir müssen ihm das bestellen. Ja, bin ich. So mögen es die Gäste, wurde mir bisher nur gesagt. Bestell das geheime Gericht. Was darf es also sein? Junge, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal für wen. Machen wir einfach mal das Erste. Wie groß soll die Portion sein? Klein? What? Bruh. Hä? Okay. Also wir müssen jetzt irgendwas bestellen und müssen hier anscheinend Tipps finden, was es ist. Also es geht um die Zubereitungsart, verfeinert und was auch immer. Okay, Terra-Typen seine Pokémon ändern können. Okay. Und wo kriegen wir die Tipps? Es sind noch andere Mitstreiter, hieß es, ne? Sind das die Leute hier? Angestellter, nee. Essen Sie gerade das geheime Gericht. Das hier auf meinem Teller ist bloß Teil des Standardmenüs. Ein Spritze Zitrone. Okay, merken, Zitrone. Also wir müssen so ein geheimes Gericht herausfinden. Okay, Zitrone merken. Wir müssen einfach mit jedem reden. Ein geheimes Gericht. Okay, die hat keine Ahnung. Ja. Ja, der hat uns jetzt auch nicht weitergeholfen. Ja, wir müssen doch hier hochkommen können. Wir müssen doch mit den Leuten reden. Warum kommen wir da nicht hoch? Hä? Wie kommt man da hoch? Ja, mit Koraidon können wir hier schlecht reiten, das ist klar. Hä? Wir brauchen noch Tipps. Wie könnte ich hier hochkommen? Springen kann ich ja nicht. Kann man vielleicht da durch die Tür irgendwo hin? Nee. Kannst du mir noch was sagen irgendwie? Also irgendwie verstehe ich die Arena-Prüfung nicht ganz. Das ist die erste Arena-Prüfung, die sich mir nicht ganz erschließt. Ey, ich will da hoch. Ich wette mit euch, dass die Leute hier mir weiterhelfen können. Oder sind die wirklich nur so zum... Vielleicht kann man mit denen wirklich nicht reden. Aber dann kann ich hier nicht weiter was erfahren. Muss ich in der Stadt einfach suchen nach diesen Mitstreitern? Das ist seltsam. Du vielleicht? Ja? Nee? Hä? Vielleicht sind aber nicht alle Tipps... Vielleicht gibt es auch irgendwo einfach ein Schild oder sowas. Hä, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich frage jetzt mal hier nach Rat, ob das nochmal irgendwie erklärt wird. Mal sehen, wo könntest du als nächstes hin? Nein. Nein. Nein, nicht eintragen.
Ich meinte jetzt nur bei der Arena-Prüfung. Dann gehen wir halt nochmal ins Arena-Gebäude. Keine Ahnung. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Oder hast du noch was? Also eigentlich wäre es doch logisch, in der im Restaurant Leute zu fragen. Aber nachdem ich da nicht hochkomme, es hat bisher nur einer dort einen Tipp geben können. Ich gehe jetzt nochmal ins Arena-Gebäude. Ah, ich glaube... Ah! Okay, wir müssen doch in der Stadt suchen. Wir müssen doch in der Stadt suchen. Okay, okay. Okay. Verstehe. Und hier irgendwo verteilt sind dann die Schüler. Und die geben dann, glaube ich, einen Tipp, den wir noch nicht kennen. Ursaring. Wo stehe ich denn? What? Das ist aber ein harter Bug. Schaut mal. Eigentlich müsste ich ja hinter meinem Pokémon stehen. Aber ich stehe einfach bei ihr. Hä? Ich stehe neben Ursaring. Seltsam. Okay. Level 34? Nicht schlecht. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich weiß noch nicht, was gut gegen normal ist. Gibt's überhaupt irgendwas? Normal ist für mich auch kein Typ. Ich verstehe das nicht ganz mit normal. Ausweichwert. Na, ob wir dann die Prüfung heute noch schaffen? 10 Minuten ungefähr haben wir. Ich kann natürlich auch ein bisschen überziehen. Ja, doch, ich will die Arena-Prüfung schon schaffen. Ach komm. Boah, Knuddler ist krass. Ja, schon mal nicht schlecht hier. Wenn ihr noch ein Pokémon habt. Respekt. Aber ich glaube nicht, oder? Nee. Ja, war nicht schlecht. So, jetzt mal gut zuhören. Also. Hä? Und ich sag mir jetzt nicht das Geheimnis? Da. Dunkelheit umgeben von Treppen. Hier unten? Ich meine, das sind Treppen. Dunkelheit. Dunkelheit umgeben von Treppen. Ich dachte, es geht um Hinweise fürs Gericht. Aber sie hat mir, glaube ich, eher einen Hinweis gegeben, wo der nächste Schüler ist. Dunkelheit umgeben von Treppen. Damit ist doch eindeutig das hier gemeint, oder nicht? Ich bin sehr verwirrt. Und hier ist ein Elektroball irgendwo wild. Boah, das ist, sag ich mal, ja, die komischste oder die komplizierteste Arena-Prüfung. Bisher zumindest. Ich verstehe sie nicht so ganz. Am Fuße der Treppen. Okay. Dunkel umgeben von Treppen. Wo sind hier noch Treppen? Und wo ist dunkel? Hier ist auf jeden Fall noch eine Schülerin. Sehr seltsam. Dunkel umgeben von Treppen. Inwiefern hilft mir das jetzt beim Gericht? Mango Spector. Will das eigentlich schon noch schaffen. Vor dem Arenaleiter müsste man, glaube ich, aber noch... Also nach der Arenaprüfung muss man nicht direkt zum Arenaleiter, oder? Oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Aber wenn man nicht davor quasi nochmal chillen kann, dann müsste man das eigentlich jetzt auch gleich noch machen. Und dann wäre es natürlich eine Ultra-XXL-Folge. Weiß ich jetzt nicht, aber normalerweise müsste man da noch Pause machen können davor. Warum habe ich Schaufel eigentlich eingesetzt? Weil, naja, dauert halt. Aber es war gar nicht schlecht. Bitte killt jetzt. Bitte nicht wie bei Ursaring. Ja. So, kannst du mir bitte irgendeinen sinnvollen Tipp geben? Nee, sie hat noch eins. Schlaraffle. Okay. Im Dunkeln umgeben von Treppen. Keine Ahnung, ey. Ey, boah. Ja, Normalpokémon hasse ich echt. Ich hab keinen Bock auf Schaufler. Ich hab da keine Geduld für. Aber insgesamt dauert es mit diesen Kackattacken doch länger anscheinend. Warum hat jetzt Elektroball so viel Schaden gemacht?
Bisher war Elektroball gar nicht so stark irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Boah, das gibt doch auch gut Geld. Okay, jetzt, was sagst du jetzt? Ein kurioses Angebot beim Eisstand. Okay, das ist schon etwas konkreter. Da ist ein Eisstand. Pokémon lieben es. Nein! Nicht du. Hä? Ist das hier auch ein Eisstand? Ich glaube schon. Oh, da ist Neues. Das, hä? Wir braten ein Reisbällchen? Also, hä, was meinst du mit Eisstand? Ein kurioser... Ja, wahrscheinlich meint sie dieses Reisding. Ja, ja, doch. Ja, und das soll ich jetzt kaufen oder was? Hä, was hat das alles für einen Sinn, ey? Ja, keine Ahnung. Jetzt werde ich genötigt, irgendwelche Reisbällchen zu kaufen. Boah, der Hammer, Alter. Der Hammer von Gran Forgita. Gran irgendwas, keine Ahnung. Okay. Ja, und jetzt? Hä? Wofür habe ich das jetzt gekauft? Also, ich verstehe hier gar nichts. Ich dachte, ich krieg Tipps fürs Bestellen. Also, ich habe jetzt dieses komische Angebot gekauft und jetzt? Also, ich check gar nichts. Ich suche jetzt einfach den letzten Schüler. Gut versteckt kann er ja eigentlich nicht sein. Aber das mit den Treppen und so, also ich verstehe das überhaupt nicht, was die jetzt wollen von mir. Churros. Ja, seltsam alles. Die Schüler sind ja recht auffällig gekleidet. Da. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob der mir das jetzt alles erklären kann oder... Ja. Tilo. Dumm Esel. Wer kämpft mit einem dummen Esel? Und das ist auch sein einziges Pokémon. Das tut mir leid. Boah, Schlagbohrer. Das ist, glaube ich, auch eine ziemlich heftige Attacke. Das hört sich allein schon sehr mächtig an. Schlagbohrer. So, bitte erklär mal. Erklär mir. Erklär mich auf. Erklär mir, was abgeht. Da bin ich echt mal gespannt, was Let's Player dazu sagen, beziehungsweise ob die das verstehen. Ich weiß nicht, ob ich einfach dumm bin, aber ich verstehe gerade nicht, was die von mir wollen. Die Stimme des blauen Vogel-Pokémon. Also. Blaue Vogel-Pokémon. Hier ist ein blaues Vogel-Pokémon. Hör dir an, wie mein Cavaloro redet. Redet, redet. Und das soll mir jetzt einen Hinweis geben, was ich bestellen muss, oder was? Redet. Okay. Redet. Ich habe jetzt keinen Ort gefunden mit Treppen, umgeben von Dunkel. Nee, andersrum. Dunkel, umgeben von Treppen. Und bei dem Eisstand war ich auch. Irgendwas muss doch bei dem Eisstand noch sein. Und das hier ist auch das Einzige, was irgendwas mit Treppen und Dunkel zu tun hat. Hä? Es lässt sich zwar nur schwer entziffern, aber ganz hinten steht was geschrieben. Hä, ich war vorhin doch da schon unten und habe geklickt. Wo die Arena-Prüfung ausgelöst wurde, oder nicht? Feuersturm. Okay, ich glaube, das ist so eine Stufe. So eine Gar-Stufe, wie die das machen. Das schreibe ich mir mal auf. Okay, also die Trainer geben Hinweise, wo die Hinweise zu den Bestelldingern sind. Okay, Feuersturm. Und der blaue Vogel hat Redet gesagt. Keine Ahnung, was das
ob das uns auch noch weiterbringt. Und jetzt brauchen wir noch, beim Eisstand muss noch irgendwas sein. Hier muss es noch irgendeinen Tipp geben. Hat die Frau irgendwas gesagt? Steht hier irgendwas? Sojasauce. Ich kaufe es nochmal. Vielleicht habe ich irgendwas... Vielleicht kommt jetzt irgendein Text oder so nochmal, der mir einen Tipp geben soll. Die Zitrone vielleicht? Boah, da muss man ganz schön selber mitdenken. Krass. Ich glaube, das ist bisher die schwerste Arena-Challenge, oder? Finde ich gar nicht schlecht. Aber es bedarf vielleicht ein bisschen mehr Erklärung, oder? Sehr erfrischend. Also, ja, keine Ahnung. Reis, Zitrone. Wir haben bisher Anhaltspunkte Reis, Zitrone, Red Dead, Feuersturm. Das ist schon sehr seltsam. Die hatte ja nur die normalen Dinger, oder? Ja, die hat kein Reisbällchen. Hm. Naja, dann gehen wir jetzt einfach mal ins Restaurant und gucken nochmal, was wir bestellen können. Reisbällchen, ja. Ich glaube, es gibt 4 Dinge zum Auswählen. Wir probieren mal. Ja, bin ich. Redet. Täter. Ah, okay. Dann war es erstmal richtig. Gebratene Reisbällchen. Das ist das, was ich halt nicht verstehe hier. Da haben wir gar keinen Anhaltspunkt. Redet. Was heißt Redet? Ich mach mal Mittel. Das müsste jetzt Feuersturm, genau, Feuersturm. Und da mit einem Spritzer Zitrone. Das Einzige ist halt die Portion, die Größe, die wissen wir nicht. Die müsste der Vogel irgendwie verraten haben. Anscheinend hat es gestimmt. Ja, scheint so. Mhm. Aber Redet... Redet musste ja der Hinweis sein für die Größe, aber Redet ist... Also, Redet, keine Ahnung. Aber anscheinend hat es gestimmt. Und da erscheint jetzt eine Kampfstage und die Leute wurden einfach jetzt... weggemacht. Okay, hat gestimmt, keine Ahnung. Irgendwie der Vogel... Der hätte... Also irgendwas... Ich weiß es nicht, ey. Keine Ahnung. Redet ist für mich kein Hinweis auf die Größe, aber okay. Sprich mit dem Personal der Schatzstube. Geht dann gleich der Arena-Kampf los? Das möchte ich natürlich noch nicht. Ich gehe mal kurz raus, wenn ich darf. Und gehe nochmal ganz kurz zu dem Vogel. Ich weiß nicht, ob er immer noch das Gleiche sagt. Weil ich will das schon ein bisschen nachvollziehen können. Weil der hätte uns ja irgendwie einen Anhaltspunkt geben müssen. Oh, es regnet. Für die Größe. Oder gibt es vielleicht mehrere blaue Vögel? Ah, ich glaube, der Typ ist weg. Der war hier doch, oder? Ich glaube, die Leute mit den Hinweisen sind jetzt weg. Ja, das würde Sinn machen. Mhm. Ich glaube, wenn man es gelöst hat, sind diese ganzen Hinweissachen weg. Und die dürfte jetzt auch keine Reisbällchen mehr haben, oder? Doch. Ich meine, der Typ mit dem blauen Vogel war aber da, wo wir gerade waren. Und zwar hier. Genau hier war der, glaube ich. Ach, wie auch immer. Vielleicht sehe ich es im Schnitt nochmal. Ob ich da irgendwas verpasst habe. Ja, in der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich los mit dem Arena-Kampf. Also mit dem Arena-Leiter der normalen Arena. Und dann gucke ich mal ganz kurz, wie es danach weitergeht. Oh, hier ist so ein See? Ja, aber da kommt man doch gar nicht hin. Oder nee, das ist ein Turm, oder? Keine Ahnung. Wir haben schon 10 Sachen der Hauptquest gemacht. Das heißt, wir sind schon von der Main Story quasi von diesen 18 Sachen haben wir schon mehr als 50% geschafft. Und ja, weiß ich nicht.
Das ist wahrscheinlich sehr schwer. Alles hier so Eisding ist auch noch zu schwer. Wahrscheinlich das auch noch zu schwer. Eigentlich bleibt uns dann nur noch hier das Giftversteck. Aber ich kann mich erinnern, dass hier die wilden Pokémon irgendwie, glaube ich, sehr stark waren. Ja, aber das würde ich sagen, ist das nächste Ziel. Ich weiß nicht, ob ich mich dann hierher porten soll oder wie man da überhaupt hochkommt. Das ist auch die Frage, ne? Wie komme ich da hin? Hier, oder? Wahrscheinlich hier. Da waren wir auch noch nicht. Das ist die Zone 3. Also, in dem Gebiet. Okay, ja. Aber, wie gesagt, erstmal... Oh, da ist... Hier ist irgendwo die Weiterentwicklung von Hefel. Schaut mal. Die habe ich auch noch nie gesehen. Warum ist die so rot jetzt? Da möchte ich ja ganz kurz gucken, ob ich die hier encountern kann. Hier ungefähr müsste sie sein, irgendwo. Hier gleich, am Rand. Da. 31. So, jetzt müssen wir den Namen sehen. Backel. Hat jetzt irgendwie optisch nichts mehr von einem Elektro-Pokémon, aber interessant. Hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, die Entwicklung. Sieht jetzt eher aus wie so ein Feuer-Pokémon fast schon. Egal. Leute, das war es erstmal von der Folge. Ich mache vorher Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.